Hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge zu meinem Let's Play vom Spiel Satisfactory. Und zugleich ist es die 6. Folge hier in meinem kleinen Adventskalender-Spezial oder Adventsspezial, wie ich es genannt habe. In der letzten Folge war ich fleißig am Gleiserlegen, Bahnhof aufbauen, Foundations bauen und wieder abreißen und ja, so sieht das Ganze fertig aus. Beziehungsweise so sah es vorher schon aus. Hier ist der Bahnhof mit einer Wendeschleife und dann gehen die Gleise wieder zurück und ab da vorne den Teil bis daher habe ich offscreen gebaut und werde ich jetzt euch mal schnell, ganz schnell zeigen. Habe ich irgendwas? 38 Brennstoffe. Ein bisschen wenig, aber könnte reichen. Der Zug, der wieder unterwegs sein wird, wird dann diese Route nehmen, also biegt dann hier links ab. Hier sind doch etliche Weichen sehr dicht beieinander, aber das ist okay, würde ich sagen. Dann fährt er hier, ja okay, ein bisschen engere Kurvenreite ist es hier geworden, aber das passt soweit. Alles, was hier in der Nähe war, habe ich gelootet, also Nüsse oder solche komischen Kristalle, die leuchten oder andere Sachen. Genau. Förderband habe ich auch schon angeschlossen. Sieht man hier auch ganz gut. Die Kerzen gerade von da hinten bis zu dieser Säule. Stromleitung ist auch schon gelegt, aber der Miner da hinten ist noch nicht angeschlossen, denn sonst würden ja jetzt schon irgendwelche Sachen kommen. Der Bahnhof ist auch nochmal extern mit Strom versorgt worden. Über die Stromleitung und ja, diese schöne Strecke fährt dann der Zug. Logischerweise da vorne im Bahnhofsbereich etwas langsamer. Ja, da freut sich der Zug, bis er bald mal hier fahren darf, beziehungsweise dieser Zug nie, denn das ist mein Bauzug. Wir haben jetzt hier die Weichen gestellt, ja, geradeaus, genau, so wollte ich weitermachen. Denn hier unten bin ich fertig. Kieselsäure und Kupfererz. Genau, das sind die Sachen, die ich hier erstmal primär brauche. Beziehungsweise die brauche ich nacheinander. Also ich brauche die Kieselsäure und Bauxit brauche ich, um diese Aluminiumbarren herzustellen. Dann brauche ich diese Aluminiumbarren plus 180 Kupfererz. Oder? War es 180? Kurz mal nachschauen, mein schlauer Zettel. Aluminiumbarren plus Kupferbarren ist gleich 270 aluminisierte Aluminiumplatten. Kurz AAS habe ich einfach mal auf meinen Notizzettel geschrieben. AAS, ja. Wie auch immer. Aluminisierte Aluminiumplatten, genau. Hier müsste welche nach rechts gestellt sein. Jawohl. Sehr schön. Da freut sich der Zug. Ich mag Züge. Ich glaube, jedermann mag Züge. Jedermann kann mit Zügen was anfangen. Weiß, okay, jetzt kann ich einen Zug hier beladen und dort hinschicken. Ist egal, ob jetzt hier Satisfactory oder City Skylines oder Transport Fever. Jetzt mal langsam bremsen, beziehungsweise es gibt noch eine Handbremse. Genau, dann bremst der Zug schneller und die Zugreifer fangen an zu glühen. Okay, hier ist nicht unbedingt. So, das reicht erst einmal, oder? Stehen bleiben. Jawohl, Zug steht. So, jetzt werde ich hier oben endlich meine Aluminiumfabrik aufbauen. Aluminiumbarrenfabrik, dann die dann wird diese Aluminiumbarrenfabrik die aluminisierten Aluminiumplatten herstellen, also gleich noch zugleich. Ich weiß auch nicht genau, wie und wo ich das machen werde, obwohl hier wäre glaube ich auch kein schlechter Platz. Hier so rein. Da muss ich nicht unbedingt über den See bauen, das Ganze. Das wollte ich nämlich immer irgendwie verhindern. Gar nicht so einfach. Also quasi, ich nehme mal die großen Foundations.
So eine gedachte Linie von da hinten. Naja, nee, so. Ich fliege mal ein bisschen hier rüber. Ist hier Gift? Nee, hier ist kein Gift. What? Genau, dann gehe ich von hier vorne, hier so entlang, hier. Ja, so, das könnte irgendwie funktionieren. So in etwa. So ein bisschen Distanz lasse. Okay, das schaut gar nicht schlecht aus. Von der Flucht hier. Und dann gehen wir hier ein paar Foundations hier rüber Richtung Bäume, aber auch nicht ganz zu den Bäumen hin. So, hier nochmal eine Foundation, nochmal eine oben drauf. Ja, die Höhe schaut gar nicht schlecht aus, würde ich sagen. Aber ich brauche da wirklich sehr viel Platz, denn ich brauche für den ersten Produktionsschritt, um diese Aluminiumbarren herzustellen, brauche ich 9 Gießereien. 9 Gießereien, okay. Aber hier mal halt eine kleine Plattform. Wie groß ist nochmal eine Gießerei? Gießerei haben wir hier. Da brauche ich 9 Stück davon. Eine ist ungefähr. Ne, eine ist exakt so breit wie eine Foundation. Okay, gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Also 9 plus links und rechts, bisschen Abstand dazwischen, dass man noch durchgehen kann. Sind es 10, sind es 11 Foundations in der Breite. Okay, jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, das schaut gar nicht schlecht aus. Theoretisch könnt ihr noch mal eine weiter rüber gehen. Sollen wir schnell mal die Nüsse ein, bevor es jemand anderes holt. Natürlich nicht. Bin hier alleine unterwegs. Irgendwie kann man doch chatten, oder? Also so. Hi. Leute! Nein, nicht Kettensäge. Oh, ich will eher das nehmen, genau. So, jetzt haben wir hier 11 Foundations in der Breite. Halt, nee, jetzt haben wir 11 Foundations, haben wir gesagt, genau. So, ich brauche natürlich vor und hinter den Gießereien auch noch ein bisschen Platz, denn ich muss das Zeug ja irgendwie verteilen. Deswegen gehen wir jetzt hier auf die maximale Breite, was mir jetzt hier zur Verfügung steht. Wie weit ist denn bis zu den Bäumen? Hier mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier 8 maximal. Okay, das schaut hier eigentlich gar nicht schlecht aus. Hier wird dann theoretisch die nächste Säule, aber das kann doch irgendwie wegmachen, oder? Das muss es hier sein. Oh. Also ganz weggeschleudert. Schnell was essen. Was? Ich habe nichts zum Essen dabei. Warum? Essen ist doch wichtig. Essen. Essen? Jawohl, geht doch. Sehr schön. Dann kommt hier wieder eine große Säule hin. Immer in den Ecken mache ich diese große Säulen hin. Das schaut gar nicht schlecht aus. Genau. So, jetzt kurz mal checken, wie weit oder wie groß ist jetzt hier diese Plattform. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Foundations. Ja, das sollte doch eigentlich reichen, um da anständig irgendwas hin zaubern zu können. Denn folgendes, ich habe ja noch den zweiten Produktionsschritt für die finalen AAS oder aluminisierten Aluminiumplatten. Und da brauche ich dann die 270 Aluminiumbarren, die ich dann hier bei den Gießereien produziere, plus die 180 Kupfer ist gleich 270 aluminisierte Aluminiumplatten. Genau, Aluminiumbarren plus Kupfer ist aluminisierte Aluminiumplatten. Und da brauche ich dann 18 Manufaktur. Und ein Manufaktur ist breiter als eine Foundation. Ja, die Grundplattform ist breiter, aber die Hitbox, wenn ich halt, die Grundplattform ist so breit wie eine Foundation, aber die Hitbox, wie man sieht, ist etwas breiter. Hier oben der Strommast, der steht ein bisschen raus und auf der Seite die Leiter. Deswegen muss ich da ein bisschen mehr Platz einplanen.
Oder ich baue gleich irgendwie noch ein zweites Produktionsmodul oder sowas oder eine zweite Fabrik. Denn ich hätte hier theoretisch auch genügend Platz. Also am Platz wird es nicht scheitern. Egal. Nehme ich hier mal halt Uhr. Warum kann er jetzt hier nicht bauen? Jetzt sagt, geht doch gut. Dachte schon, was ist jetzt los? So, noch ein paar Foundations rüber. Gehen wir auf die maximale Breite. Das schaut gut aus, das können wir wegmachen, brauchen wir nicht. Gehen wir hier hin und setzen genau da die nächsten Foundations. Das sind doch mal die Kettensäge, mache hier das Grünzeug weg. Okay, das passt so. Das ist irgendwas da. Ah, hier unten ist Gestrüpp, darf bleiben. Muss nicht alles weg, kahl rasiert werden. Darf natürlich auch was stehen bleiben. Wäre jetzt nicht so schlimm, wenn was stehen bleibt. Also, da werden die FPS natürlich auch nicht besser. Umso mehr Bäume, Sträucher, Gräser und so Sachen stehen bleiben. Aber ein bisschen Deko darf ja sein. Sonst könnte ich ja gleich auf einer Flat Map beginnen zu bauen. Da gibt es, glaube ich, auch schon irgendeinen Mod dafür. Aber wie ihr wisst, ich spiele grundsätzlich ohne Mods, die irgendwie das Spiel stark beeinflussen. Okay, bei City Skylines war sowas anderes. Da ging es nicht anders, weil das Spiel ja sonst irgendwie keinen Spaß gemacht hätte. So. Nein, jetzt habe ich keinen Beton mehr. Oh Gott, ich habe keinen Beton mehr. Zu teuer. Ich habe keinen Beton. Hier fehlen noch ein paar Stützen. Hier hinten fehlt eine Stütze. Das ist schnell weg. Ist das hinten die Stütze? Geht das von hier? Nein, geht nicht. Da muss ich wieder hinlaufen. 6 von 11. Bin wieder zu weit weg gewesen. Muss man ein bisschen höher gehen und dann kann man drunter eine Foundation setzen. Sehr schön. Ja, dann würde ich mal sagen, mal hier mal einen ganz kleinen Cut. Besorgen wir mal ein bisschen Beton, oder? Gibt es irgendwo Kalkstein direkt in der Nähe? Beziehungsweise ich habe nicht mal Strom hier oben. Obwohl, könnte ich über die Gleise holen, aber natürlich macht das keinen Sinn. Okay, Kalkstein ist schon mal sehr weit entfernt. Okay, da unten, ne? Ja, egal, egal. Ich fahre mal schnell meinen Zug zur Basis zurück. Und ja, besorgen ein bisschen Beton und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich dann die ersten Gießereien aufbaue. Beziehungsweise da werde ich mir dann offscreen natürlich noch ein bisschen, ja, Gedanken machen müssen, was ich da jetzt genau wo, wie platziere. Denn das Ganze muss ja irgendwie nach etwas aussehen und irgendwie einen Sinn ergeben. Also, bis gleich. So, ich bin wieder da, habe das Ganze ein bisschen umgebaut, ein bisschen schmäler gemacht, um zwei Foundations in der Breite und in der Länge, ja, ist es geblieben. Habe hier nochmal eine mittlere Stütze eingezogen, genauso auf der anderen Seite und hier hinten. Ja, Stützen habe ich überall hin gemacht. Und ich war fleißig, habe hier offscreen schon mal die Stromleitungen raufgezogen. Ich weiß, es ist nicht unbedingt notwendig, aber ich mache es trotzdem. Und zwar da unten hier ist ja die oder das Schwefelerzlager für den Mega Energiepark 3. Nee, halt hier ist das Schwefelerzlager. Genau, deswegen ist auch hier der Signalisator. Dann geht die Stromleitung von hier ungefähr hier so rüber, hier unten durch diese Schlucht, durch dieses Tal, wie man es auch immer nennen will. Und geht dann, ja, wo sind die Gleise dann ungefähr? Die Gleise gehen hier irgendwie so rauf, ja, irgendwie so parallel zu den Gleisen. Und dann sieht man das Ganze auch hier. Gehen wir in Kameramodus. Hier sind mit einzelnen Stützen. Ja, hier im Nebel sieht man es eher schlechter. Aber auf jeden Fall hier oben kommt Strom an. Und davon auch nicht zu wenig. Und hier ist dann der letzte Strommasten hier vorne. Hier an der Ecke schon mal ein bisschen so ein Design überlegt. Und zwar auch wieder mit diesen großen Öffnungen, die ich bei der Quarzoszillatorenfabrik schon verwendet habe. Ja, will gar nicht mehr so viel rumreden, sondern jetzt eher die, oder ja doch, die Gießereien aufbauen. Ich brauche, wie viel habe ich gesagt? 9 Stück.
Genau, Eingänge mache ich auf der Seite, also auf dieser Seite, wo ich jetzt bin, Ausgänge auf der anderen Seite. Kurz überlegen, machen wir das so in etwa. Obwohl, das müsste reichen. Sekunde, schaue ich kurz auf einen Plan. Was bekomme ich denn raus? Ich bekomme dann raus 270 Aluminiumbarren. Okay. Ja, das passt schon. So, Nummer 3. Aber wir hier die Items nur fliegen. Sehr schön. Nein, es geht's nicht. Warum geht's nicht? Ja, das große in der Entfernung ist ein bisschen schwieriger. Jawohl, geht doch, geht doch. So, jetzt gehen wir weiter auf diese Seite. Wo ich nämlich direkt dahin, wo es gebaut wird. Natürlich einfacher. Jawohl, zwei noch. Eins und. Passt das so? Ja, passt sogar. Sehr schön. Das sind aber neun Gießereien. Wahnsinn. Hat noch nie neun Gießereien gleichzeitig gebaut oder nacheinander. Obwohl, doch, habe ich schon mal gebaut. Bei der schweren modularen Rahmenfabrik. Okay, da waren es keine neun, da waren es 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Ja, 3x2 waren es damals. Egal, egal, passt schon. Jetzt brauche ich hier diese Aluminiumbarren. Das sieht man eh schon. Da brauche ich Bauxit und Kieselsäure. Bauxit brauche ich mehr als Kieselsäure. Sekunde, habe ich es falsch gerechnet? Kieselsäure. Ne, das passt schon. 810 Kieselsäure und 945 Bauxit. Das passt schon. Das ist ungefähr das richtige Verhältnis. Also hier habe ich jetzt Aluminiumbarren ausgewählt. Oh Gott, wo fängt die nächste Gießerei an? Wo hört die letzte auf? Einfach da, wo immer die Treppe ist. Das Einfachste. So, ich habe schon mal alles verkabelt. Strom ist schon mal verlegt. Hinten die ganzen Fusionatoren sind alle angeschlossen. Hier habe ich ein MK4-Band genommen, denn wenn die Anlage 270 Aluminiumbarren pro Minute herstellt, dann ja, wird es mit einem Band, mit einem MK3-Band, das 270 Einheiten pro Minute auch transportieren kann, doch, dann doch etwas knapp. Und deswegen bin ich auf Nummer sicher gegangen, habe dann hier im letzten Drittel dann MK4-Band genommen und ja, es passt ja auch. Das wird jetzt ein bisschen schattig, weil der Mond hier durch die Bäume zieht. Boah, sieht das cool aus. Sehr schön. So gefällt mir das. Ja, ich muss mir das jetzt hier irgendwas überlegen. Also irgendwas, ha, ist übertrieben. Ist eigentlich relativ einfach, sind nur zwei Items, die hier reingeleitet werden. Und ich muss hier einfach das Ganze wieder aufsplitten. Neun Anlagen sind es, also von drei auf drei. Ist dann doch relativ einfach. Natürlich wäre es noch einfacher gewesen, wenn ich das Ganze auf diese Seite gebaut hätte. Ja, egal, egal. Ich leite einfach die Ressourcen unten durch und dann auf der Seite wieder nach oben. Irgendwie hier so durch und dann einmal links und rechts von der Säule. Das Ganze dann wieder irgendwie nach oben und ja. Sekunde, Sekunde, wie machen wir das am besten? Ich hab schon eine Idee. Hier ist der Eingang, hier kommen die zwei Sachen rein. Und ja, der Rest ergibt sich ja. Also, ich brauche erstmal jede Menge andere Sachen, außer das, was ich im Inventar habe. Ich brauche erstmal Featherbrand Splitter. Die tue ich auf die 10. Ja, auf die 10, also auf die 0. Featherbrand Splitter. Genau, fang einfach mal mit den einfachen Sachen an und dann wird es umso aufwendiger. Nee. Ich nehme MK3-Bänder, ja. Nehme ich immer. Denn da habe ich die richtigen Ressourcen auch dabei. Erstmal die ganzen Lüfte anschließen. Jeder zweite Zugang bekommt einen Lüft. Habe jetzt hier jeden zweiten. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bloß nicht verzählen. Sehr schön. Ups, Farbpistole. Ja, egal.
So, wieder keine Farbe mehr. Einmal nachladen. Jetzt habe ich noch genau 100 Einheiten. Ich will eigentlich nichts im Inventar in die Hand nehmen. Alles weg. Sehr schön. So, ist besser, wenn man nichts in der Hand hat. So, jetzt brauche ich die Splitter. Obwohl, hätte ich auf der 10 gehabt. Egal. Dann schauen wir mal, wie ich das jetzt hier am besten mache. Nicht zu nah an die Förderbandlifter, denn es sieht immer doof aus, wenn es irgendwie so zusammengequetscht ist. Gehen wir hier eine Plattform weiter nach vorne. So ungefähr da. Passt das so? Ja, passt so. Passt nicht. Ich brauche 3, hat es geheißen. 3 habe ich gesagt. Dann sind wir hier richtig. Genau, 1, 2, 3. 1. Sind wir hier wieder richtig? Genau, und dann der letzte kommt dann daher. 1, 2, 1, 2. Genau, sehr schön. Sehr schön, so gefällt mir das. Dann ein noch mal hier in die Mitte, damit das Ganze irgendwie aufgesplittert wird. Ja, hier können wir ein bisschen spielen mit dem Platz. Gehen wir bis, wo gehen wir hin? Bis, ja, bis zu der Kante, so ungefähr, genau. Und jetzt muss das Ganze natürlich eine Ebene höher nochmal machen. Machen wir einfach so. Genau, kann man die zwei abreißen, brauchen wir nicht mehr. Dann sind wir, 1, 2, 3, 1, dann sind wir bei dem. Ich gehe mal hier an diese Ecke von den anderen Federbrand-Splitter. Und macht die quasi so auf einer Linie. Oh, jetzt Speicherfreeze, natürlich. Natürlich. Genau, 1, 2, 3. Immer richtig umdrehen. Das ist schon öfters passiert. Besonders bei der Computerfabrik. Das war ein Graus. Wahnsinn. Das war der Wahnsinn, wie viele Splitter ich da falsch rum aufgestellt hatte. Jawohl, jetzt haben wir das auch. Und dann nochmal einmal hier in die Mitte. Wo gehen wir hin? Gehen wir da ja? Ne, ich kann auch wieder eins versetzt. Zack, zack, zack. Genau, dann muss ich das bloß noch hier runterleiten oder hier raufleiten, wie auch immer. Ist das gleiche, der gleiche Weg. Aber können wir gleich machen. So auf so. Dann wird das dann hier angeschlossen. Das wird dann da angeschlossen. Dann kommen hier die ganzen Förderbänder dazwischen rein. Kurz mal schauen, was bereits. Ich brauche 810. Oh Gott, da brauche ich schon wieder größere Förderbänder. Oder stärkere, bessere Förderbänder. Und 945 Bauxit. Was schaffen die da? Die schaffen 480. 945. Geteilt durch. Ja, okay, das passt eh. Das passt schon, das passt schon. Also, ich muss bloß schauen, dass ich hier immer den Anfang. Also hier kommt ein MK4-Band hin. MK5. Hier kommt ein MK5-Band hin. Genau, hier kommt auch ein MK5-Band hin. Dann der Lüft wird auch MK5. Und dann der Rest kann MK4 sein, denn da wird es eh schon wieder aufgesplittert und alles wird dann dementsprechend verteilt. Halt, von da geht es dann darüber irgendwie. Irgendwann, irgendwo. Wenn bloß schon, wie ich es am besten mache. Genau, nach dem Raster gehe ich jetzt und kurz mal schauen, es müsste theoretisch daher gehen. Nee, eins weiter. Daher, genau. So, im K4-Band gehen wir dahin und dahin. Dann ist auch einigermaßen gerade, oder? Ja, kann man so lassen. Dann gehen wir da geradeaus hin. Und hier das Eck machen wir noch schnell fertig. Dann gehen wir dahin. Genau, auf diese Fuge. Immer die Fugen als Zielhilfe nehmen, sag ich mal. Genau. Und ja, den Rest machen wir schnell offscreen, denn sonst dauert es einfach viel zu lange. Also, bis gleich. So, Pferdebänder sind verlegt. Hier sind zwei MK5-Bänder. Die gehen jeweils zu einem Splitter, werden auf drei MK4-Bänder aufgeteilt. Und diese gehen wiederum zu einem weiteren Splitter und werden auf drei MK3-Bänder aufgeteilt. Also noch besser geht es, glaube ich, nicht. Jetzt können wirklich Ressourcen ohne Ende kommen. Ich habe hier schon mal ein bisschen was vorbereitet.
an Gehwegen. Hier kann man entlang gehen, hier kann man dann, hier geht es dann runter oder ich kann da fliegen. Und ja, hier wird das Ganze so gemacht und schaut auch gar nicht schlecht aus, finde ich. Also die Ressourcen kommen von da hinten, gehen dann über diese Wandstützen oder wie man die auch nennt, dann hier rauf zu den Pferdebandlüften im K5, im K5. Und ja, ich würde sagen, ich mache mal diese Halle offscreen mal schnell fertig. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Satisfactory. Also, ja, also da gibt es glaube ich nichts hinzuzufügen. Also, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Satisfactory. Also, macht es gut, bis dann. Ciao.